So, willkommen zurück. Ich habe erstmal Fettabendbrot gemacht. Wenn ich so eine Aufnahme beende, dann bin ich immer erstmal überrascht, wie hungrig ich eigentlich bin. Durstig geht meistens einigermaßen. Kommt drauf an, wie viele Dialoge es gibt. Meistens trinke ich heimlich zwischendrin. Ja, aber auch da erstmal ordentlich trinken. Nach Aufnahmeende. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Vergangenheit Stefan wollte nach oben rechts. Nochmal schauen, einfach um zu schauen, ob der Hebel vielleicht noch was anderes bewirkt hat. Und das Stückchen hier, nur zur Hilfe beim Backtracking, irgendwie gedacht war. Und jetzt aber hier irgendwie ein Tor auf ist oder so. Bei den Leuten. Sieht nicht ganz so aus, oder? Könnte vielleicht irgendwie ich. Hey, mein Kumpel, was geht ab? Ich gehe hier nochmal ganz kurz. Ein bisschen durch. Ansonsten muss ich schauen, was ich mache. Oh nein, vergiftet. Wie schlimm. 1, 2, 3. Typ kaputt. So, hier war nichts weiter, außer ein schönes Plumpsklo. Gefällt mir sehr gut. Und hier ein angenehmes grünes Leuchten. Und das ist unsere Zelle hier, ne? Ja, sorry für das Zurücklaufen, aber was soll ich machen? Irgendwas verchecke ich hier. Es kann natürlich sein, dass ich durch die drei Roboter durch muss. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil. Naja. Ich hau lieber ab. Das geht, glaube ich, schneller bei den Sacktretern hier. Nee, hier ist nichts weiter. Und da links war ich schon gewesen. Ich will auch mal fix die unteren Zellen mir angucken, ob ich da rein darf. Weil es auf der Map so aussieht. Ey, hallo? Mach mal hin, Junge. Ich schieß lieber erstmal. Wegen dem Siegel. Gut, macht er nicht. Daneben, du Sau. Waren die Türen jetzt vorher schon offen? Oder ist es jetzt neu? Keine Ahnung. Na klar, du hast uns gesehen, sicherlich. Aua. Ja, ein Pixel. Na gut. Nö, hier ist nichts weiter. Schönes gemeinsames Klo hier, Gemeinschaftsklo. Oh, und hier, das sieht aus wie so ein, ja, was für die Durchblutung. Oh, der wurde wahrscheinlich hier reingeworfen. Ins Klo. Ganz schön gemein. Ja, so misst es sicher nicht. Ich habe vorher gespeichert. Warte mal ganz kurz. Wenn ich mich irre. Sehr gut. Einfach weil ja dann hier die Gegner weg sind. Und ich nicht nochmal durch alle Gegner durchkämpfen muss. Aber es ist trotzdem komisch, dass ich hier rechts irgendwie. Für was gibt's das da? Wenn da nicht die Lösung ist. Ich gehe da mal hin. Muss ich ein bisschen speichern und laden. Oder eigentlich mache ich den nur, weil es schneller geht und ein bisschen besser und überhaupt. Hier bin ich goldrichtig. Hier ist ja schön, ein Leuchtebad. Ja, aber hier ist nur ein Hebel und sonst ist ja hier nichts, ne? Ist doch doof. Oder habe ich hier was übersehen? Oh, ja, aber nicht das, was ich wollte. Gib mal her den Lachs. Ein Adlerschuh. Hatten wir schon mal, oder? Genau. Wir haben davon. Oh. Oh, wir haben davon übelst viele. Achso, wir haben keine ausgerüstet, weil sie scheiße aussehen. Ja, gut, der Vergangenheits-Stefan, das ist ja. Das ist halt so mit dem, ne?
Mit dem stimmt doch was nicht. Jedenfalls. Ja, hier ist sonst nichts weiter. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich drücke hier nochmal dran rum. Das brauchen wir ja eh nicht, ne? Wow. Toll. Aber ich habe doch hier nichts gekonnt mit der ganzen Runde nicht. Außer dass ich hier ein lustiges Zeug abgegriffen habe und so. Und das ist doch das Ding, was wir ganz am Anfang schon drüber gelaufen sind. Und dann ist es halt runtergeklappt. Von daher, jetzt habe ich hier das Ziel erreicht. Und kann wuppidu den Kreis hier zu Ende laufen. Ganz großartig. Wow, das ist so, so toll. Ah. Ja, checke ich jetzt nicht. Aber, muss ich mich wirklich hier durchkämpfen? Ich meine, kann natürlich sein, dass es hier der Schlüssel irgendwie ist. Aber drei Roboter wirkt fast so stark. Oh, jetzt sind sie nicht mehr da. Hier gibt's was, was leuchtet. Tolle Sache. Mhm, Hebel. Okay. Blöde Roboter. Schön ignoriert. Geht immer nur geradeaus. Also wenn jetzt hier nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Oh. Aber ich finde es halt zu viele Gegner für einen alleine. Oder ich finde es zumindest ungewöhnlich. Deswegen bin ich da ein bisschen überrascht. Naja. Ansonsten machen wir das halt nur mit Maya. Kein Problem, Profi-Let's Player. Profi-Let's Player hat vergessen, seinen Timer zu stellen. Profi-Let's Player. Jo, warte ganz kurz. So. Wen hau ich denn zuerst um? Der macht ja auch nicht viel anderes. Ich hau erstmal hier die Robos um. Wow, ich hab gedacht, die halten viel mehr aus. Also zumindest noch einen zweiten Schuss. Habe ich mir anders vorgestellt, aber gut. Viel verloren hatten wir ja nicht. Achso, ich habe gedacht, der haut jetzt ab. Wie so ein Hellgack. Na, mein Freund, was geht ab? Aua, nein. Ja gut, hatte ich die Gegner hier ein bisschen überschätzt. Ich könnte ja nicht ahnen, wie geil wir sind. So. Ein Hebel, hey. Und nü? Schöne Sache. So. Ja, ich verstehe gar nicht, warum Maya ihr Stripper-Outfit nicht anbehalten hat. War doch super. War übrigens schön, wie sie dann geguckt hat, als Connor sie angesprochen hatte. So wie, ekelhaft. Habe ich mich ein bisschen gefreut. Aber ich will aber nicht da dazwischen quatschen. Bei den Dialogen. Hallo? Was geht ab? Okay, hier hätte ich lang gemusst. Sorry. Das scheint ein geheimer Eingang zu sein. Ich sollte Lobo ein Zeichen geben. Ja, danke für die Erinnerung. Das mache ich doch gerne. Ich gucke erstmal, was hier abgeht. Hallo? Schön sieht's aus, oder? Gefällt mir. So, kann ich hier ja einfach in den Himmel. Aber nicht da. Boah, cool.
schön andocken hier. Und da hat sich immer die Animation gespart. Auf geht's. Na also, wir haben natürlich Lobo, den alten Hobo. Und du hast schon einen Mini-Blitz. Na gut. Und Robo-Cover. Mhm. Und du hast auch schon Galoschen. Du bist schon mega gut ausgerüstet. Aber ich gebe dir mal noch Quick-Schnellbahn, Quick-Licht, Rüstdrohne. Ja, komm hier. Ist egal. Na, und du kriegst mal noch die Adlerschuhe. Und statt ein Metschwert, Urschwert, Langschwert. Das ist ganz schön stark. Der Kerl ist allgemein ganz schön. Hey. Ganz schön stark. Ach ja, Metweste. Da könnten wir noch hier ein bisschen was machen. Ach, eigentlich. Machen wir es doch so rum. Du hast hier dich für extra Core. Ist natürlich nice. Ja, komm, das ist okay so, ne? Eigentlich müsste ich dir, warte mal ganz kurz, das da und nicht das Quicklicht, sondern genau, lieber extra Strike. Du bist schnell genug und du hast so viel Power, da lohnt sich das mehr. Und du dafür das Quicklicht. Einfach damit es von der Geschwindigkeit ein bisschen besser passt. Und Adlerschuh. Ach nee, warte. Das mache ich immer wieder, ne? So, das ist wichtiger. Ich denke mal, Min-Maxen und dann im Moment mal, das sieht nicht schön aus. Oh Gott, da ist was. Klar, weil ist so. Mhm. Da ist doch gerade dem Gegner an die Wand gelaufen. Ich habe es doch genau gesehen. Da cheatet doch schon wieder jemand. Diese lustigen Pflanzen hier. Diesem schönen Graffiti. Haben die Kinder sehr toll gemacht. Entschuldigung, ich muss mir ganz kurz ran. Ignoriere mich einfach. Ich bin hier nur der Hebelkontrolleur. Ja, das funktioniert alles sehr gut. Nein! Na dann, Lobo. Was geht denn bei dir? Ein Riffle-Shot. Und Vulkan-Riffle und Gatling-Riffle. Das ist ja ganz ähnlich wie bei Maya. Okay, der Roboter ist vergiftet. Ja, Riffle, Vulkan und Gatling. Ja, aber die hat Riffle und er hat Riffle-Shot. Na gut. Ich habe gar nicht geschaut, was er noch alles an Slots hat. Du natürlich mit dreimal Stricke. Oh Maya, mit der Vulkanriffle. Ach ja, ist eine Vulkanriffle. Ist ja auch mit K geschrieben. Ah ja, du hättest hier sowas haben können, eventuell. Na gut. Schon ganz witzig, dass er hier nur ein etwas hat. Und die Leute hier noch so ein bisschen, ne? Gadgets zum dranbauen. Verzeihung, ich muss hier ganz kurz durch. Ja, ignoriert mich nur alle. Nein. Naja, da kommt doch ein Arsch dazu. Immer mein Gold. Ich mag mein Gold. Ah ja, hier der Sacktäter. Müssen wir eigentlich mal zuerst umhauen. Und, oh. Und dann einmal hier drüben. Na komm. Und dann Maya nochmal hier. 1, 2, 3. Na schade. Aber fast. Danke, danke. So, eine schöne Kiste mit einem Schlüssel. Nicht wahr? Blauer Inselschlüssel. Vielen Dank. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen roten. Das finde ich natürlich ja nicht so gut, aber... Wo ist denn hier der... Da ist der Wandroboter. Jetzt muss ich... Warte. Hier? Nee. Okay, finde ich wiederum gut. Nein! Geh da weg! Nein! Ja, komm, geh wieder dahin.
Na gut. Das sind die drei vom letzten Mal, wo ich erst dachte, hey, die sind viel zu stark. Ich meine, ich habe schon mal nur mit Maya gegen drei Roboter gekämpft und die haben sich immer ständig gegenseitig geheilt und all dieser Scheiß. Das wollte ich nicht nochmal haben, aber... Warte mal, so. Oh, jetzt wollte ich gerade, dass es schön aussieht hier. Alle drei voll aufgeladen und dann mit einem Mal. So, einmal hier. Hey, die halten mehr aus. Nicht fair. Muss direkt mal gucken, wie viele Core er hat. Der kleine Lobo. Yeah, gut gemacht. Hier komm, du schießt doch genau daneben. Mach das mal. Übersteuerungsangriff. Danke, danke. Sehr nett von dir. Ja, 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 ja. Ach ja, du hast ja hier die 5 extra Core vom Power Plus, ne? Genau. Ja, 15, das ist jetzt nicht so viel. Und sonst bist du ziemlich gut dabei, ne? Von HP und Armor. Ja, von einem anderen macht er sich echt gut. Kleine Robo-Kerl. So ein bisschen schwer beim Heilen. Ich muss da links lang. Genau. Naja, genau. Hier lang. Lass mich in Ruhe. So ist brav. Nö. Yeah. Na, es war so klar. Maya wollte nicht zulaufen. Ja, ist jetzt nicht so wild. Eigentlich könnte hier jeder mal draufhauen. Na, schade, das wäre schön gewesen. Der hält mehr aus, als ich dachte. Stimmt ja, Spionage hast du ja auch noch. Könnte ich mal zum Spaß ein wenig rumspionieren. Ja. Hundi, Hundi. So, aber jetzt. Sogar mit blauem Monitor. Oh. Nein, diese Fliege ist zu extrem. Manchmal. Bzzz. Dich wollte ich nicht. Core-Attacke. Schönes Ding. Oh, der lebt ja noch. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwie vercheckt. Mit seinem komischen Sensending. Schrapnell. Ah, schade. Schrapnell hat eine gute Reichweite, aber von Durchschlagskraft hat es nicht ganz gereicht. Das wäre schön gewesen. Wäre ich wieder mal cool. So, Verzeihung, ich habe hier einen Inselschlüssel für dich. Und dann will ich endlich meine Kiste. Die steht ja schon seit Ewigkeiten rum. Oh. Okay. Das ist... Wow, total nützlich. Danke. Wahrscheinlich, damit ich immer wieder zurückkomme. Ich habe keine Ahnung. Gib mal halt den Lachs. Roter Inselschlüssel. Danke, das ist wirklich... Wow, danke. Muss ich jetzt wieder... Ach, ich muss jetzt noch einmal außen rum. Ja, natürlich. Das ist... Wow. Gib mal her. Was ist denn hier noch? Ausrüstung. Ein cooles Trinket. Aegis. Schützt teilweise vor Betäubung. Wow, das ist so nützlich. Danke, ich wünschte, ich könnte mich freuen. Ja, jetzt laufe ich hier nochmal komplett unten lang. Nochmal, vielleicht gegen enorm starke Gegner kämpfen. Oh Gott, enorm starke Gegner. Oh, jetzt sind sie zu dritt. Davor waren sie immer einzeln oder höchstens zu zweit. Jetzt haben die Programmierer wahrscheinlich damit gerechnet, dass wir hier zu dritt sind. Und dann können wir auch ein paar mehr Leute dazu holen, nicht wahr? Nein, du Sau. Wen muss ich denn zuerst umhauen? Den hier, ne? Das hier in Sackgang-Reihenfolge ist das. Oh, oh, oh.
Siegel ist in Länge ziehens. Unsichtbarkeit. Und du machst nichts Besonderes. Nichts, was mich so sehr stört. Gut. Von der Heilung her. Du kriegst eine halbe Heilung, ne? Oh ja, da kann man hier ganz viel investieren, wenn man möchte. Ja, das ist alles noch richtig. Immer mal drauf schauen. Zur fixen Orientierung. Naja. Hallo Freunde! Mach's mal so. Bäh, ekelhafter Geräuschangriff. Ja, Sacktreter zuerst ausschalten. Und dann die Kameraden. Nein, mein Gold. Oh. Zu früh gefeuert. Wie immer. Beschwatze auch meine Freundin ständig. So. Warte mal ganz kurz. Nee, ich muss bestimmt erstmal hier quer. Ich komme hier nicht quer durch, ne? Vielleicht mit dem Hebel. Ich aktiviere nochmal den Hebel. Genau. So ist es richtig. Ja, und da hat er was rot geleuchtet, also vermute ich mal, dass wir den Schlüssel dort brauchen. Aber ich speichere mal hier an der Stelle. Speichern. LP 49. Speichere ich immer fein nach jeder Folge. Wie gesagt, manche speichere ich nie, wenn ich so für mich spiele. Aber hier ist es schon besser, nicht wahr? Und hier ist es auch so, wenn ich dann unten links merke, ah nee, da bin ich falsch, dann kann ich einfach laden, nach oben rechts laufen. Das Feature gibt's ja nicht umsonst. So. Das Ding, genau. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Ah, nice. Ich meine, es leuchtet rot, also. Fette Tür hier und hier ist einfach ein Loch drin. Einfach ein Loch in der Wand. Hätte mir locker durchlaufen können. Diese lustigen Krater hier. Die sehen cool aus. Ey, wer bist du? Was machst du hier? Ich folge dir mal, du kennst dich aus. Ja. Hätte einfach hier durchlaufen können, aber nein. Wir müssen natürlich die Tür benutzen. Da komme ich nicht vorbei. Da komme ich sehr wohl vorbei. Profi-Let's Player. Nice. OAI. Na immerhin. Ein paar Gegner umgangen. Geschickt. Ach ja, hier schon wieder Totenkopf. Die Piraten damals, ne? Totenköpfe sind voll cool. So, Gatling Riffle. Dreiecksstricke. Gut gemacht. Genau deswegen nehme ich dich so gerne ins Team. Ja, hier könnte ich jetzt theoretisch irgendwie eine Kork-Karte benutzen. Also eine Schicksalskarte meine ich natürlich. Aber naja. Ich glaube, das ist Wayne. So, bekomme ich hier nochmal Loot. Jawohl. Tatsächlich. Immer schön jede Kiste angucken. Komm, was Schönes. Eine Krone. Naja, ich meine, es ist nicht viel, aber es ist tatsächlich nützlich. Oh, Brot. Sind die ganze Zeit nur am Brot fressen.
Zeit. Bist du endlich bereit, dich uns anzuschließen? Wie ich sehe, hast du einige Freunde mitgebracht, die den Platz deines Vaters einnehmen. Bist du nicht einer meiner Sklaven? Ich werde dir den Tod meines Vaters niemals vergeben. Lobo, Lobo, ein Roboter hat keine Familie. Ich hatte eine. Jetzt nicht mehr. Lobo ist voll sympathisch, oder? Ich glaube, das schaffen wir in der Folge nicht mehr ganz, lieber Zuschauer. Ich beende mal die Folge und wir machen in der nächsten Folge weiter, ne? Aber hier als Extra, das gibt's noch, Spionage. Connor, Level, Fragezeichen, Fragezeichen, irgendwelche HP. Boah, danke für die Infos. So, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.